Mr. Fleischy, wo bist du? Drei Horrorspiele, ein Video. Let's go. Okay, das erste Spiel heißt Mr. Meat. Auf Deutsch übersetzt Herr Fleisch. Und man kann die Werbung ausmachen, aber nur wenn ich 2 Euro bezahle. Okay, alles klar. Müssen wir die suchen oder was? Schwierigkeit normal. Er läuft mit normaler Geschwindigkeit, 4 Türschlösser und der Boden knarzt nicht. Was? Oh, hier sind wir nun also. Und das ist das Mädchen, die sieht genauso aus wie das Schwein auf dem Poster. Oh, Herr Fleisch, bist du zu Hause? Herr Fleischchen, hallo? Oh. Was, mit der Shotgun direkt? Wie kommen wir nur in dieses Haus rein? Vielleicht, wenn wir den Heizungstank abschießen. Nutze die Schrotflinte, um ins Haus zu gelangen. Ich tue es doch. Bringt natürlich nicht viel, so eine Schrotflinte, wenn man nicht weiß, wie man ins Haus kommen soll. Oh. Ja, das war jetzt auch nicht so klug. Das ist eigentlich eine Schreckschuss-Schrotflinte, die ist nur da, um ihn einzuschüchtern. Schieß das Glas vom Kellerfenster oder von der Tür kaputt, um ins Haus zu gelangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon versucht habe, aber nun ja. Oh nein, ich bin ins Menü zurück. Oh Gott, ich Vollidiot. Hey, da bin ich wieder. Du hast 3 Nächte Zeit, um das Mädchen zu retten. Klingt nach ziemlich viel Zeit, um ehrlich zu sein. Hier vielleicht. What the fuck? Ich schieße und es kommt einfach Instant-Werbung. Okay, wir betreten das Gebäude von Herr Fleisch. So? Ach so, merkt euch das, Kinder. Wenn ihr Scheiben von der Tür kaputt macht, geht die Tür natürlich auch auf. Okay. Oh mein Gott, wir sind im Haus von Mr. Fleisch. Da ist er schon. Oh, ist doch nicht aus der Arbeitskleidung gekommen, der Arme. Du musst erst noch duschen gehen. Ah, denkt noch ein Schweinekadaver in der Garage. Wenigstens noch etwas Normales an diesem Haus, ne? Dose, darf ich die Dose haben? Ja, darf ich. Oh mein Gott! Hat er mich mit einer Fleischkeule erschlagen? Oh, ich wache auf in irgendeinem Keller. Also der Typ schlägt mich und sperrt mich dann ein. Wow. Was passiert hier? What the fuck? Was willst du von mir, Schweinchen Nummer 13? Ah, was passiert hier, Leute? Oh mein Gott, ich habe den ultimativen Teufel beschworen. Ich gehe da mal, ne? Schönen Aufenthalt noch. Junge. Bitte. Alter, das ist doch viel gruseliger als dieser fette Typ. What? Es hat mich getötet. Oh, und wieder wache ich irgendwo auf. Oh. K.O. geschlagen von einem Schwein. Diesmal gibt's hier keinen Sack, den ich umwerfen kann. Hey, Schweinchen, ich weiß, wir hatten einen schlechten Start, aber das können wir noch wieder gut machen, oder? Hol deinen alten Freund hier raus, komm. Holzpflock. Das ist mein zweiter Vorname. Und da sind's Fensterrahmen. Woo! Okay, jetzt ganz langsam, dass mich das Schwein ja nicht sieht. Es ist einfach eine Schweinerei. Oh mein Gott, wenn man vom Teufel spricht. Oh, Hilfe, wie renne ich? Ah, hi. Lol. Aha, daneben. Nee. Ja, und jetzt rennen wir um den Heuhaufen rum. Au! Das ist aber nicht sehr nett. Oh mein Gott, mein Kopf tut immer mehr weh. Dritte Nacht. Ach so, ich kann es von Hand aufmachen. Ein sehr cooles Gefängnis, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss einfach gegen das Schwein kämpfen. Und dann gewinne ich das Spiel. Hinweis, festgenagelte Bretter. Danke für diesen Hinweis, Spiel. Darauf wäre ich jetzt nie gekommen. Ich muss hundertprozentig irgendwie an diesem Schwein vorbei. Ich gehe jetzt mal in den Schleichmodus. Hilfe! Oh. Oh nein. Was passiert jetzt mit mir? Er lässt sein Schwein auf mich los. Weil Schweine essen Fleisch. Oh nein. Das Schwein vom Herr Fleisch. Mission fehlgeschlagen. So, neuer Versuch, neues Glück. Mr. Fleischy. Wo bist du? Yo, alles klar. Oh mein Gott, hier hat er die Beine aufgehängt. Die Beine seiner Besucher. Und hier liegen Gegenstände rum. Aber ich weiß ja gar nicht, wozu ich die brauchen sollte. Und wenn ich die nehme, dann lasse ich meine Waffe fallen, was auch nicht so cool ist. Warum macht man das so? Was sagt eigentlich das andere Schwein dazu, dass hier seine Freunde hängen? Oh, wie süß. Das Bild hat er bestimmt auch bei Tinder verwendet. Doch jede Frau, die mit ihm ausgeht, sagt, tu doch nicht so schweinheilig. Du hast bestimmt was zu verbergen. Hier ist ein Schlüssel, ein geheimer Schubladenschlüssel, meine Damen und Herren.
Und dafür lasse ich meine Shotgun. Erstmal im Beruhigungsbad. What the fu- Was? Die Badewanne hat mich verarscht. Ja, falls ihr mal wollt, dass ich das weiterspiele, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich gebe dem Spiel 4 von 5 Schweinen. Das nächste Spiel kennt ihr bestimmt auch. Dieses Spiel kennt ihr bestimmt auch. Es ist Ice Scream. Ich kann auch hier die Werbung entfernen. Cool. Aber nur, wenn ich 3 Euro zahle. Hallo, schau dich um, indem du mit einem Finger über den Bildschirm fährst. Mach ich grad. Da passiert nichts. Vielleicht, weil ich am PC zocke. Jetzt habe ich Fingerabdrücke an meinem Monitor, du Pisse. Wow, der Eismann ist da, der überhaupt nicht creepy aussieht. Und das dicke Kind aus der Nachbarschaft geht natürlich wieder hin. Hi, willst du meine neue Sorte ausprobieren? What? Oh nein, das Kind wurde zum Eis. Dieser Junge braucht deine Hilfe. Finde ein Seil. Jo Mensch, was machen wir? Jo meh. Oh no, ich hab Angst. Ich glaube, ich bin ein bisschen am Arsch. Hab ich irgendwas? Ah, ich habe natürlich ein Seil in der Schublade. Was für ein Zufall. Okay, schnell, wir müssen das dicke Kind retten. Ich könnte auch einfach die Tür rausgehen und die Treppe runter und dann so nach unten. Ich verstehe nicht genau, warum das nötig ist. Ich schleiche mich jetzt einfach an den Wagen an. Hallo, ich will auch noch Eis. Vanille und Pistazie, bitte. Okay, jetzt kann's losgehen. Oh, hier ist das Kind drin. Ich könnte eine Karte hier setzen. Oder ich könnte Deutsch lernen. Oh, er hat was fallen gelassen. Gut, und jetzt schleichen wir uns an, Leute, wie wir es gelernt haben vorhin. Und holen uns sein Notizbuch. Okay, ich platziere hier die Karte in seinem Van. Jetzt kennst du die Route. Wow! Ich hatte noch nicht mal eine Chance. Ich werde es dir schon zeigen, du Dumpfbacke. Was mir auch auffällt, warum ist jetzt überall Halloween eigentlich? Wo kommst du denn her? Oh, ist ein Mundgeruch. Oh, pui. Also der Typ hat's ja nicht mehr alle, oder? Oh, da kommt er ja schon wieder. Ich habe ja gar keine Chance. Er kommt ja schon wieder. Er kommt ja schon wieder. Das ist unfair. Das ist voll unfair. Oh nein, der Eismann. Haltet ihn auf. Ui. Du bist ja langsamer als ich, du Spast. Du kannst jetzt nicht gehen. Du musst diesem Jungen helfen. Am Arsch, Mann. Du kannst mir nicht erzählen, was ich zu tun habe. Okay, ich gehe zum Jungen, okay? Ich gehe zum Jungen. Ah, Mann. Hier bin ich, Junge. Hier bin ich. Oh mein Gott, ich habe eine Schleuder. Oh shit, jetzt geht's ab. Hey, guck mal. Oh nein. Hast du davon? Wäre cool, wenn ich jetzt irgendwas machen könnte, jetzt wo er abgelenkt ist, aber ich weiß auch nicht was. Ich habe halt echt keine Ahnung, was ich machen muss. Das ist das Problem. Ja Leute, das war's mit Ice Cream. Ich gebe ein Eis von 5. So Leute, das dritte und letzte Spiel für heute ist ziemlich ähnlich wie Granny. Wahrscheinlich sogar fast genau dasselbe. Und oh, wir können hier Werbung ausschalten. Aber nur, wenn man 3 Euro zahlt. Na gut, dann wollen wir mal. Irgendeine Geschichte, die mich nicht interessiert. Ich kann meinen eigenen Namen eingeben. Fritz Gerald Brückenbauer. Hier sind wir nun. Eine Tür, die sich schließt. Ein Auto, das fährt. Und ein Wald, der waldet. Oh nein! In meiner Garage! Nein! Wow, ich sterb schon im Tutorial. Tag 1. Ich bin Fritz Gerald Brückenbauer und ich werde mich benehmen. Ich denke, ich sollte mich umsehen, bevor ich vorwärts gehe. Jetzt werde ich ein wenig vorwärts gehen. Was ist kaputt bei dir, Junge? So einfach, ich kann mit dem Joystick laufen. Ich dachte, zum Laufen benutzt man Beine, aber nun gut. Wahrscheinlich muss ich mich hier irgendwie ducken. Auch dafür hast du deine Beine. Oh Gott. Okay, alles klar. Na, dann wollen wir doch mal. Schauen wir uns das Haus von der Nonne an. Oh, ich höre sie schon, ich höre sie schon. Ich glaube, die kommt gleich. Oh! Hallo! Du kannst hier nicht rein, oder? Was? Nee, als ob. Ja, kacke, wo gehe ich denn jetzt hin? Oh, die Olle, komm hier. Rein damit, rein. Du siehst mich nicht. Das ist voll verwirrt. Das ist das geilste Spiel von allen. Tag 2. Was eine Scheiße aber auch. Ich meine natürlich, ich bin Fritz Gerald Brückenbauer und werde mich benehmen. Diesmal zeige ich es dieser Nonne. Was denkt ihr eigentlich, wer sie ist? Die Aufgabe ist es wahrscheinlich mal wieder zu entkommen. Keine Ahnung, ich glaube, das weiß hier niemand so genau. Was ist los? Warum wird die Musik so laut? Ist hier das Nönnchen irgendwo unterwegs?
Das Nönnchen? Also was ist das denn jetzt hier? Oh, da ist sie. Hey, was geht ab? Ja, hallo. Wollen Sie einen Schlüssel? Warte, sie sieht mich nicht. Sie sieht mich nicht. Bist du bedeppert? Du hast doch eine Brille auf. Brauchst du nochmals eine? Oh mein Gott, ich habe einen Feuerlöscher. Ich habe eine Waffe. Ich habe legit eine Waffe. Oh mein Gott. What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Herz. Dieses Spiel ist ganz freundlich. Ganz, ganz freundlich. Dieses Spiel macht voll viel Spaß. Das, ich muss sagen, das hat mich gerade schon ein bisschen aus den Socken gehauen. Der letzte Tag. Denn alle guten Dinge enden mit... Drei. Ich bin Fritz Gerald Brückenbauer und ich werde mich benehmen. Und ich werde auch bestimmt nicht dem Nönnchen den Stinkefinger zeigen. Später. Ah, sie moonwalked. Tja, schon dumm, ne? Sag mir bitte, ist sie gefangen? Das wäre voll cool. Ich hab das Nönnchen gefangen, Leute. Einem Sieg steht nichts mehr im Weg. Sag lebewohl, Nönnchen. Es geht nicht. Er schießt nicht. Warum schießt er nicht? Oh, what? Oh, wo bin ich hier? Oh. Boah, du bist ja noch hübscher, als ich dachte. Ja, guck mal, was ich hier hab. Einfach eine Maske. Die ziehst du jetzt an. Guck mal, wie hässlich du aussiehst. Noch hässlicher als vorher und jetzt runter mit dir. Trotz Maske bin ich immer noch hübscher als du. Ich mache jetzt mal den Extremmodus an. Ich muss sagen, das ist sogar relativ gruselig so. Oh oh, oh, ich höre sie. Oh nein, sie ist hier! Oh, what the fuck? Wunderschöne Grüße aus dem schönen Thailand. Schöne Grüße zurück aus dem Haus von der Nonne. Das ist gruselig, ich höre ihre Schritte von irgendwo. Ich bleibe jetzt einfach nur noch hier. Was? Oh mein Gott, da kommt sie ja! Hi! Du kannst... Als ob du weißt, dass ich hier bin. Au. Hat sie eigentlich Thors Hammer als Waffe? Ist sie würdig? Come on, Cap. Sie ist würdig. Sie kann Thors Hammer tragen. Ich werde nur rumkriechen. Wenn ich krieche, dann... Das hat ja gut geklappt. Ja, das war's mit Evil Nun. Ich gebe dem Spiel 3 Hammer von 5. Es war ja relativ gruselig. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Es wird mir extrem helfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und gute Träume.